はい、みなさん、こんにちは。りなでーす。サンドラでーす。いいパパでーす。今日はこの2つの飲み物を両親に飲ませてあげたいです。一つがカルピスウォーター、もう一つがポカリスウェットです。まあ、これが結構特徴的な日本のどこにでもある皆さんが当たり前のような飲み物だと思いますけど、ドイツにはまあ似たようなものがあったりするんですけど、同じものがないので、これちょっと一回飲んでもらって、ちょっと意見を聞きたいと思います。 Also, ich habe hier zwei Getränke für euch. Die gibt's in Japan überall. Die werden an allen Getränkeautomaten verkauft. Die sind so ein bisschen besonders. Also Coca-Cola zum Beispiel, Fanta und so gibt's auch überall in Japan. Aber das hier ist was, was ist halt, das ist japanisch. Das gibt's nur in Japan. Also es gibt's auch jetzt in anderen Ländern, aber es wurde in Japan erfunden. Und es sind japanische Getränke. Und ich glaube, wir fangen mal mit dem hier an. Also es steht ein bisschen Englisch drauf, deswegen hat der Papa schon gleich gewusst, was es ist. Was meinst du denn, dass es ist? Kokoswasser? Achso, von der Farbe her könnte es Kokoswasser sein, das stimmt. Also es ist ein Sportgetränk. Isotonisches. Genau, da steht Ion Supply Drink. Und dann steht sogar hier noch ganz viel Englisch. Pocari Sweat is a healthy beverage that smoothly supplies the lost water and electrolytes during perspiration. Elektrolyte. Genau. Also es ist ein Elektrolytgetränk, das man trinken soll nach dem Sport. Erfunden wurde es 1980 von einem Japaner, der ist nach Mexiko gereist, hat sich da schön den Magen verdorben und hat dann gedacht, oh, wäre es nicht toll, wenn es ein Getränk gäbe, wo man sich quasi direkt wieder die ganzen Flüssigkeit, die man verloren hat, und die ganzen Elektrolyte, die einem fehlen, wiederholen kann, hat dann Pocari Sweat erfunden. Ah. Weil es als Sportgetränk eben vermarktet wird, die meisten Japaner trinken das wirklich nach dem Sport oder beim Wandern oder so, wenn es ultra heiß ist im japanischen Sommer einfach, weil man wirklich viel schwitzt. Ja. Und wo wir gerade vom Schwitzen reden, das Ding heißt Pocari Sweat, also Schwitzen, was natürlich so, muss man das im Namen drin haben, weiß ich nicht, schmeckt es dadurch besser, keine Ahnung, aber genau, es ist ein Schwitzgetränk. Dann würde ich sagen, ihr dürft es mal aufmachen und probieren. Wie ihr gesehen habt, es ist kein Sprudelwasser. Es ist ein stilles Getränk. Wonach riecht's? Nach so Brausetabletten. Da bist du schon, glaube ich, nah dran. Genau, das schmeckt so. Das schmeckt dem Papa gut. Ist aber auch nicht zu süß. Ist sehr angenehm. Ja, also ich hätte jetzt, sag ich mal, mehr Süße erwartet, trotz allem. Ja. Schmeckt es auch nicht so vordringlich nach Vitamin B oder was auch immer. Ja. Ja, die deutschen Brausetabletten-Sachen, die sind schon irgendwie also eklig. Ja, genau. Ich das jetzt sagen? Viel süß, so mega übertrieben. Ja, genau. Geschmack. Ja, und das ist wirklich dezent im Geschmack. Hast du rausgefunden, was es für eine Geschmacksrichtung sein soll? Nee. Mir Orange. Okay, Orange, Zitrone. Also mir war das auch nie klar, was es ist. Ich habe vorhin recherchiert. Aha. Da stand leicht grapefruitartig. Ah, und dann war ich so, okay, ja, jetzt wo ihr es sagt. Vielleicht es hat einen leicht zitronigen Geschmack. Ja, genau. Irgendwie. Irgendwas Zitrus-mäßiges. Also, ja, genau. Ja, aber nicht so wirklich vordringlich. Auch nicht. Nein. Außerdem sind die Hauptzutaten übrigens Wasser, Zucker. Ja, sage ich so. Und dann ganz viel anderes Zeug, also eben Kalium, Calcium, Magnesium, Vitamin C. Auf 100 Milliliter hast du trotzdem 25 Kilokalorien. Und es kommt halt alles einfach vom Zucker. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, was Apfelsaft hat, weil Apfelsaft hat auch viel. Oh, es hat bestimmt mehr. Ja, ja. Das ist ganz süß immer. Weil da so viel Zucker drin ja. ist. Auch natürlicher Apfelsaft. Natürlich, ja. Das ist. Ja. Ja. Eigentlich ist es nicht so schlecht, oder? Ja, so, aber als also trotzdem, ich würde es noch ein bisschen verdünnen, dass es nicht noch süß, also noch weniger süß ist. So, das als Erfrischungsgetränk.
Ich muss sagen, ich trinke das ganz wenig. Der Taka trinkt das mehr, also wirklich so nach dem Sport oder sowas. Mhm. Aber wenn es so richtig 40 Grad draußen hat und du richtig denkst, oh Gott, ich sterbe jetzt gleich, das zu trinken macht einen wirklich großen Unterschied. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das gut tut. Weil eben auch keine Kohlensäure drin ist. Ja, und so. Genau. Deswegen kann ich das empfehlen, wenn man als Tourist nach Japan kommt, im heißen Sommer überall Pocari Sweat kaufen. Mhm. Jetzt haben wir hier ein Getränk, das heißt Kalpis. Und das ist nochmal ein ganzes Stück älter als Pocari. Das wurde nämlich hier irgendwo steht drauf, since 1919. Mhm. Erfunden auch wieder von einem Japaner. Und es sieht sehr milchig aus. Mhm. Das liegt daran, dass da Milchsäure drin ist. Und außerdem habe ich vorhin gelesen, fettfreies Milchpulver. Also Wasser, Milchpulver, Milchsäurebakterien. Das Milchpulver hätten sie sich sparen können. Die Frage, ja. Weiß ich nicht. Das braucht man nicht. Gibt unter Umständen halt den Geschmack. Und Zucker natürlich. Mhm. Normalerweise in Japan, zuerst wurde das immer als Konzentrat verkauft, sodass man das sich selber zusammenmischen kann. Und dann gibt es jetzt eben hier so als Kalpis Water, also schon mit Wasser zusammengemischt. Mhm. Und es gibt es auch als Kalpis Soda, also dann quasi mit Kohlensäure Wasser gemischt. Mhm. Die Japaner trinken das sehr gerne von Kindertagen an. Und es gibt sogar, das hier ist quasi normal gemischt, normales Verhältnis. Es gibt es auch noch als doppelt so stark, also mehr Kalpis, weniger Wasser, weil es natürlich unterschiedliche Geschmäcker gibt. Und früher, wie gesagt, haben die Leute es halt selber gemischt, so sehr, wie sie es halt haben wollten. Mittlerweile gibt es es als normal so schon vorgemischt und doppelt so stark schmeckend vorgemischt, was ich auch irgendwie lustig fand, als wir im Supermarkt waren und der Taka meinte, lass uns das Starke kaufen. Und ich war so, mir schmeckt das Normale schon nicht, lassen wir das lieber. Und außerdem ist es nicht nur ein Kindergetränk, sondern es wird auch für irgendwelche Nachtische, so zum Beispiel auf das geschabte Eis, dann dieses Konzentrat oben drauf gemacht. Aber wie viel Zucker ist da drin? Viel Zucker. Weil Kindergetränk, das ist ganz schlecht. Kinder. Hat doppelt so viel Kilokalorien wie das Pocari vorher. Deshalb werden die kleinen Kinder immer dicker so schnell. Ja, auch die japanischen. Das hier ist übrigens auch ein Getränk für Erwachsene. Das wird oft mit Alkohol auch gemischt. Okay. Gesunder Alkohol. Gesunder, nein. Japanischer Alkohol. Es ist, schmeckt so ein bisschen ja gespannt, joghurtartig. Schmeckt es so ein bisschen. Ich probiere mal. Prost. Ist okay. Aber schmeckt interessant. Echt? Ja. Also ich würde es so nicht mal sehen. Es schmeckt... Ich finde es nicht so schlimm. Ich könnte jetzt auch nicht rausschmecken, was es eigentlich ist. Ja. Also, ja. Es ist süß und säuerlich, aber ich würde schon sagen, es hat irgendwie was Joghurtartiges. Ja, also hätte man so ein bisschen Joghurt mit ganz viel Wasser gemacht. Ja, genau. Ganz, ganz leicht. Schmeckt schon nicht mehr. Schmeckt das Säuerliche und das Süße. Ja. Und wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch als Misch... Beigabe zu Alkohol irgendwie eben dem Ganzen einen neuen Geschmack gibt, wie es halt auch, keine Ahnung, Whisky Cola gibt oder Vodka Lemon oder sowas. Ja, das passt schon, so schlecht ist es nicht. Nö, wenn ich es jetzt gezogen hätte am Automaten, weil ich jetzt nicht gewusst hätte, was es ist. Das Einzige, was du lesen kannst, ist Wasser. Genau. Also ich hatte jetzt vor kurzem jemanden aus Deutschland in Japan, die hat am Automaten das hier gekauft, weil sie auch dachte, es sei Wasser und hat das dann getrunken. Und war dann völlig überrascht quasi, weil wenn du Wasser erwartest und das trinkst, dann ist es schon etwas so, was ist jetzt los? Okay. Ja klar, das ist ja verständlich. Aber sie hat dann auch gesagt, dass es nicht schlecht schmeckt und sie hat dann auch alles getrunken davon. Wenn ich das aus Versehen gezogen habe, das trinke ich nicht. Echt? Nee, also, nee, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Wasser und Zeug kann ich schon auch warm trinken, also problemlos. Das würde ich jetzt nicht warm trinken wollen. Also das würde ich schon eher gekühlt trinken wollen. Ja. Aber das Interessante, was hier steht, da steht nämlich, ist kalt auch lecker und auch bei normaler Raumtemperatur lecker. Ja, also so geht es gerade, also wie wir es jetzt getrunken haben. Weiß nicht, was es jetzt hat. Das ist jetzt 18, 19, 20 Grad. Ja. Ist okay, aber ich hätte es gerne einen Tucken kühler, also 15. Ja. Ich meine, die Automaten in Japan sind ja alle gekühlt. Aber im Winter auch? Im Winter Getränkeautomaten haben gekühlte Getränke und heiße Getränke. Ah,
Super. Also kannst du dir dann da so deinen Tee, mhm. Kaffee, Maissuppe, Kornsuppe und sowas okay. gibt's auch. Ja. Gibt's auch. Ja. Okay. Heiß. Ja, aber wenn es Winter ist, ist das schon gut. Die normalen Getränke, auch Wasser und sowas. Trotz ist aber gekühlt. Trotz allem gekühlt. Mhm. Also, wo es mir dann auch so, es ist zu kalt, um ja, was genau. zu trinken. Ja, genau. Ja. Aber das ist jetzt nicht so schlimm gewesen, also es war gut. Also, ich habe ja meine Meinung schon gesagt. Mhm. Ich finde das auf jeden Fall besser als das hier. Wie schaut es bei euch aus? Nö, also kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also, wie gesagt, es schmeckt mir auch. Und wie gesagt, wenn es gekühlter kriegt, finde ich auch, find wahrscheinlich, beides auch wahrscheinlich gut. durch das Säuerliche, finde ich, das hat es einen sehr erfrischenden Geschmack. Ja, und ich kann mir wirklich vorstellen, im Sommer, dass es wirklich auch erfrischend ist. Okay, ich bin überrascht, dass ihr beides mögt. Mhm. Diese zwei Sachen hier haben wohl auch schmecken auch dem deutschen Gaumen, nur mir eben nicht. Ansonsten, es gibt noch ganz viele andere witzige Sachen in Japan und die werde ich euch dann beim nächsten Mal wieder zeigen. Ja. Okay. それではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。カルピスかポカリかどっちが好きですか？教えてください。まあ私も子供の時から飲んでないので、まあそういった子供の思いがないのでちょっとわからないけど教えてください。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。